Sie ist die größte Fachmesse für Gemeinden, die Kommunalmesse 2015 in Wien. 180 Aussteller auf insgesamt 14.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche sorgen dafür, dass den Gemeindevertretern die Informationen, die ihnen hier angeboten werden, im wahrsten Sinne des Wortes nicht wurscht sein sollten. Erstmals auf der Kommunalmesse präsentierte sich der Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder. Durch eine engere Zusammenarbeit, so der Fachverband, könnten die Kommunen mehr Spielraum in ihren Budgets erreichen. Die drei Berufsbilder Bauträger, Verwalter und Makler können in den Gemeinden optimal eingesetzt werden. Wenn die kommunalen Bereiche ausgegliedert werden, kann man erstens das Budget entlasten, ich kann die Arbeit entlasten und die Kommunen haben die Sicherheit, dass ihre Gebäude optimal verwaltet, optimal verwertet und auch neu gebaut oder restrukturiert werden. Eine Gemeinde kann vieles, eine Infrastruktur zur Verfügung stellen, aber nicht alles. Und das ist ein entscheidender Punkt. In Zeiten, wo das Geld knapp ist, müssen wir auch die Expertise und den Sachverstand der sogenannten Experten hereinholen. Und das sind meistens eben private Anbieter auch. Intelligente Immobilienprojekte gemeinsam zu entwickeln, zu vermarkten und zu verwalten, das bietet einerseits enorme Zukunftschancen für die Immobilienbranche, aber andererseits auch Synergieeffekte für die Gemeinden. Wir sehen uns auch als mögliche Partner in Fragen der Raumordnung, sprich insbesondere der Flächenwidmung, der Bebaubarkeit von Gebieten, Entwicklungen von einzelnen Gebieten. Das ist sicherlich eine Kernkompetenz der Immobilientreuhänder. Was unser Vorteil ist, wir kennen den Markt in unserem Umfeld der Tätigkeit. Um die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern, Gemeinden und der Immobilienbranche ging es auch bei der Podiumsdiskussion gleich nach der Eröffnung der Kommunalmesse 2015. Nach einem Eingangsreferat von Bundesminister Alois Stöger diskutierten Gerald Gollenz vom Fachverband der Immobilientreuhänder, Gemeindebundpräsident Helmut Mödelhammer, der Trendforscher Harry Gatterer und Infrastrukturminister Alois Stöger im Zukunftsforum über den Standortfaktor Infrastruktur und Technologie. Wir haben in den nächsten 5 Jahren vor, 1 Milliarde Euro für Investitionen ins Breitband zu fördern. Wir laden auch die Unternehmen ein, hier mit zu investieren und diese Investitionen zu verdoppeln.